Es gibt dort draußen genügend Völker und Planeten zu erobern. Ja, aber wir wollen im Moment nur die Menschheit retten. Und damit Hallihallo zurück zu, StarCraft. Ne? Ihr wisst ja, worum es geht. Wir müssen die Erde angreifen. Die Erde. Korhal. Es ist ja nicht die Erde. Gut, starten wir mal die Mission. Dann los. Meine Königin, deine Leviathane sind in Position. Entfesselt den Schwarm. In der ersten Phase werden wir zahllose Brutkapseln verlieren. Wir schicken Millionen. Selbst wenn nur ein Bruchteil durchkommt, sind es genug, um die orbitalen Verteidigungssysteme vom Boden aus auszuschalten. Das war ihr Traum ganz am Anfang. Das war eine Vision von dem, was kommen möge. Jetzt verstehe ich das alles. Aber ich bin froh, dass wir Rainer gerettet haben. Das finde ich einfach mal schön. Es war schade, dass es im Moment aus ist. Mal sehen, wie Jim darüber denkt, wenn halt es ihm wieder besser geht nach der medizinischen Versorgung und wenn halt die Erde quasi von Mengs befreit ist. Mal sehen, wie er es dann alles sieht. Ob er dann klarer sehen kann. Aber er hat halt so viel geopfert, um uns zu retten, und nun sind wir wieder die Königin der Klinge quasi. Ich denke mal, das sieht er im Moment einfach nur. Eine Gallschleuder hat die Verteidigungssysteme überwunden. Zack! Verdammt! Bodentruppen der Liga haben das Gebiet gesichert. Unsere Gallschleuder kann ohne Unterstützung nicht überleben. Darum kümmere ich mich persönlich. Schick alle Brutkapseln. Sie sollten sich auf diese Gegend konzentrieren. Benachrichtige mich, sobald eine durchkommt. Ich sorge dafür, dass die Schleuder überlebt. Mengsk wird leiden. Ist sie schneller geworden? Okay. Die Tipps werden uns jetzt nicht mehr so angezeigt, so automatisch. Der Landeort einer jeden Gallschleuder wird auf ihrer Minikarte markiert. Wir haben die ganze Zeit ohne Tipps gelebt. Wie konnten wir nur? Sobald sie gelandet sind, benötigen Gallschleuder etwas Zeit, um zu mutieren. Die Liga wird sie sofort angreifen, wenn sie landen. Beschützen sie mit allen Mitteln. Korhal, die Hauptwelt der Liga, wird durch ein Verteidigungsnetzwerk aus Draken-Impulskanonen geschützt. Kerry muss eine ausreichende Anzahl an Gallschleudern positionieren, um die Kanonen zu zerstören. Ja, das kriegen wir hin. Die erste Gallschleuder und ihre Eskorte dringen gerade in Korhals Atmosphäre ein. Zeig mir, wo sie landen wird. Sie wird hier eintreffen, meine Königin. Wir brauchen mehr Mineralien. Dieser Planet gehört mir. Aber hier ist doch niemand. Macht euren Frieden. Was du heute kannst besorgen? Oh, ein kleiner Meteoritenkrater hier. Gut. Dann mal los. Empfange Übertragung. Du hast einen großen Fehler begangen, als du deinen Fuß auf meinen Planeten gesetzt hast, Dein Kerrigan. Vor allem. Ich werde dich und deinen Schwarm zurück in die Hölle befördern, aus der ihr hervorgekrochen seid. Zu Vipermorphen. Was ist es diesmal? Die Eroberung geht weiter. Ist ja nur... Also wenn die vier Soldaten uns abhalten sollten, dann bin ich beleidigt. Ja. Wir brauchen halt einfach Arbeiter. Sonst haben wir fast nichts hier. Okay. Die erste Gallschleuder landet. Sie wird für einen kurzen Zeitraum ungeschützt sein. Das ist in Ordnung. Solange werde ich mich hier weiter ausbauen.
gesagt, solange hier nichts los ist. Die erste Gallschleuder vor allem, da sind ja Zehntausende hier. Also, na gut, Zehntausende ist ein bisschen übertrieben, ein bisschen sehr. Die Verteidigungssysteme der Liga zerstören den Großteil unserer Gallschleudern im Orbit. Dann können wir es uns nicht leisten, die zu verlieren, die die Oberfläche erreichen. Ja, das stimmt. So. Hier hinten ist es jetzt sowieso wurscht. Dann können wir uns ja hier unten ausweiten. Ich werde Vergeltung üben. Der Fall werden wir dann. Wir kennen keine Grenzen. So. Oh. Weit gefehlt. Hier gibt es ja auch Bösis. Nächster Landeort. Kelvin. Es ist Zeit. Düsel du mal dahin. Wir haben hier Leute. So. Hydralisken. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich die so mag. Ich habe da einfach ein gutes Gefühl mit denen. Was ist es diesmal? So, hier kannst du schon mal warten. So, während die es noch nicht gibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann fehlt uns nur noch eine. Dann haben wir hier das Maximum rausgeholt. Einer weniger ist auch nicht schlimm. Dann ist es erstmal in Ordnung. Mehr brauchen wir nicht. So, der Hydralistenbau steht jetzt auch gleich. Also passt das nächste dann noch, kommt gleich. Zu Schwarmstock. Warum nicht? Wobei, erstmal würde ich ein paar... Und dann können wir uns weiterentwickeln. Warum nicht? Dann haben wir halt gleich das mächtigste Ding, was es gibt hier. Ich möchte auf alles vorbereitet sein. Ich lasse hier nicht eine Sekunde ungetane Arbeit irgendwie so, ne? So, dann möchte ich gerne das Ding auf die 2 legen. Die nächste Gallschleuder durchbricht Korhals Verteidigung. Und euch auf 3. So, du brauchst noch. Und euch hätte ich gerne mit hier unten. Denn ich weiß nicht, wie böse, inwieweit die Bösis uns hier auf die Pelle rücken werden. Macht euren Frieden. Das hoffe ich. So. Diese Tore führen in die terranische Hauptstadt. Wenn du sie zerstörst, kann meine Boot in Augustgrad eindringen. Augustgrad heißt tatsächlich diese Hauptstadt. Wenn ich genug Zeit habe, breche ich die Tore auf. Oh Mann. Deine Königin lauscht. Was du heute kannst, du sagen. Ich bin der Schwarm. So, bevor hier irgendwas passiert, ne? Dieser Planet gehört mir. So, jetzt dürfen wir hier auch weiter sein. Wie wäre es, wenn wir einen von euch mal zu einer Höhle machen? Eine Ultralisken-Höhle. Nächster, okay. Nächste Landung kommt. Bestimmt. So, erstmal damit wir hier ordentlich, ne? Und dann würde ich mal sagen, zack und zack, 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 zack. So. Ja. Wir kennen keine Grenzen. Der Schwarm erobert alles. Die Eroberung geht weiter. So, die können hier erstmal... Macht euren Frieden. Wir passen uns an.
gewagt. Man sieht, dass sie da hinten so lahm sind. Dieser Planet gehört mir. Ich bin der Schwarm. Gut, dass wir so einen Schaden machen mittlerweile. Wir kennen keine Grenzen. Der Schwarm erobert alles. So, und Kerrigan ist natürlich mal wieder die Einfrauarmee. Das finde ich aber sehr praktisch, muss ich sagen. Verlieren sie nicht mehr als 2. Ich möchte eigentlich 0 verlieren. Ganz ehrlich. So. Ich würde mal sagen, damit haben wir das hier gut verteidigt. Und ich möchte auch ein Ultra haben. Und noch ein Ultra. Und gerne noch einen dritten Ultra. Und dann hätte ich gerne welche hiervon. Euch hätte ich gerne hier an der Ostfront vor Augustgrad. Wie das klingt. So, jetzt haben wir hier die linke Armee, hier die rechte Armee. Kerrigan. Deine Königin lauscht. Schön. Und hier unseren Brutstock. Ich finde, das habe ich schön gemanagt. So, und wenn ich mir noch ein Ultra mit dazu hole und so, dann kann ich auch da hinten ein Tor angreifen, ganz ehrlich. Das ist ja den Easy Peasy. Natürlich sind die schnell. Wobei, die können sich verteidigen. Düst du mal mit dahin. Eine Gallschleuder wird gleich auf Korhals Oberfläche landen. Du. War gut, dass du mir das erzählst, das wüsste ich sonst gar nicht. So, düst du mal hier mit hin. Einfach so als Schutz. Und du damit hin. Und du zu mir. So, damit wir das Maximum haben. Wie jetzt? Ach, da kamen Ultralisken schon mit runter, zweie. Nun toll. Da habe ich wohl vorausgedacht. Wir brauchen mehr Vespingas. Ich weiß. Wie sieht's denn hier eigentlich aus so? Ist hier viel los? Okay, geht, ne? Der Schwarm ist dem Feind begegnet. Meine Königin, die nächste Gallschleuder landet im Feindgebiet. Die Basis der Liga muss zerstört werden, um ihre Landung zu sichern. Söhne von Korhal, eliminiert die Königin der Klingen. Es ist mir klar. Was ist es diesmal? So. Deine Königin lauscht. Komm du mal mit. Ich werde Vergeltung üben. Dieser Planet gehört mir. Wir passen uns an. Ich bin der Schwarm. Gemein. Der Schwarm, was ist es diesmal? Bedeutung. Na toll. Oh, das wird hart. Das wird hart. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Haut erstmal die Luftunterstützung weg, ihr Idioten. Ja, das ist jetzt nicht mehr so schwach, wie ich anfangs dachte, ne? So, Masse statt Klasse. Gut, den Angriff haben wir zwar abgewehrt, aber auch eher knapp. Na toll. Ihr Idioten.
greift immer bitte diese Kackviecher da an. Das schaffen wir nicht. Deine Bemühungen sind vergebens. Oh Mann. Ich werde Vergeltung üben. Es ist Zeit. Böse. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie da so eine riesige Armee herholen. Also, wir kennen hätte ich keine echt nicht Grenzen. Gedacht. Der Schwarm erobert alles. Was ist es diesmal? Dieser Planet gehört mir. Ich bin der Schwarm. So. Wir passen uns an. Was du? Unsere Königin hat ein Tor zerstört. Schwärmt in die Stadt. Gut. Wir kennen keine Grenzen. Der Schwarm erobert alles. Dieser Planet gehört mir. Nicht schon wieder. Macht euren Frieden. Ich bin der Schwarm. Okay, macht das schaffen wir aber. Die Eroberung geht weiter. Ich bin Nerv der mich Schwarm. Nicht. Sag mal. Diese einzelnen Kackviecher immer wieder. Wir passen uns an. So, da kommt aber gleich was runter. Nur noch 60 Sekunden, was auch immer das für ein Erfolg war. Wir sollten sie verteidigen. Deine Königin lauscht. Der Schwarm erobert alles. Dieser Planet wird mich beschwingen. Na toll, das schaffen wir doch nicht mit dem paar Furzis. Du schätzt niemals die... den Schwarm scheinbar. Meine Güte, haben die uns schon wieder gekillt? Das gibt's doch gar nicht. So, Masse. Habe ich doch gerade gesagt, ne? So, ich glaube nicht, dass sie sich beamen können. Da wir hier also schon so weit sind, würde ich sagen, stellen wir uns hier direkt mal hin. Scheiße, die sind nicht doof. Mineralienfeld. Wir sind Legion. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Genau, komm du mal her. So, wir haben dieses Kaktor eingenommen. Düst immer wieder hier hin. Die nächste Gallschleuder landet im Feindgebiet. Na toll. Was ist das da? Landeort. Mitten am Arsch von Welt. Uff. Ich bin etwas, Was ist es diesmal? Ich werde Vergeltung üben. Und ich will ja auch nicht alles einnehmen. Genug Kohle habe ich ja im Moment. Es ist Zeit. So, düst ihr mal damit hinzu. Die Eroberung geht weiter. Ich muss mich jetzt gerade nicht einnisten. Ich lasse die nochmal für den Fall der Fälle, aber eigentlich... Unsere Streitkräfte... werden angegriffen. Wo? Von was? Genau dahin. Hier scheinbar doch immer wieder Furzis kommen. So, und weil eben immer wieder Furzis kommen... Sprich! Gewagt! Wir kennen keine Grenzen. Ich werde es mal mit sowas hier.
Sowas, das habe ich mal ausprobieren wollen. Mega geil. Gewagt. Der Schwarm erobert alle. Zumindest werden wir die Ecke hier erobern. Es geht ja gar nicht anders. Springt. Die Eroberung geht weiter. So. Dieser Planet gehört mir. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin der so, Schwarm. So, das haben wir hier erstmal übernommen. Wir passen uns an. Okay. Der Schwarm erobert alles. Fußgrad. So, wir bleiben hier mal, würde ich mal sagen, als Aufpassis. Dauert aber noch eine Minute. Nachtwölfe, ihr habt eure Befehle. Beseitigt die Zerg-Bedrohung. So, ich möchte weitere Unsis. Einsatztrupp der Liga. Kerrigan. Minsk wird leiden. Och die, sowas. Macht euren Frieden. Gewagt. Wir kennen keine Grenzen. Frieden. Es ist Zeit. Mineralienfeld. Was ich gerade schon wieder plane, fragt ihr euch vielleicht. Eure Königin, die letzte Gallschleuder landet bald. Macht euch bereit, sie zu verteidigen. Ja, ja. Was ist durch sie? Was du heute kannst besorgen? Macht eure Ziel. Gut, das war, ne? Ich bin der Schwarm. Da habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. So, hier sind zwei olle Medivacs. Die werden aber auch nichts mehr bringen. So. Ich möchte euch mal bitten, hier hin zu düsen. Es ist Zeit. Kerrigan, was ist da eigentlich schon wieder ein Problem, dass du immer alleine kämpfst? Du hast hier deinen Schwarm mit dabei. Die Eroberung geht gut, weiter. Gerade nicht viel machen können. Wir kennen keine Grenzen. Kannst du dich dann wenigstens vom Schwarm umgeben lassen, dass die dich schützen dabei? Unglaublich. So, und euch alle möchte ich gerne abkommandieren, um das eine Tor hier einzunehmen. Erschöpft. Die lassen uns zwar kaum Zeit zu irgendwas. Wie gesagt, mit euch mache ich mal zu meinem zweiten Trupp mittlerweile. Ach, wobei, zwei war ja eigentlich hier. Unsere Streitkräfte. Wir werden angegriffen. So. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Noch ein Tor wurde zerstört. Überrennt ihre armselige Stadt. Scheiße. Ich schaff's nicht mehr rechtzeitig zum letzten Tor. Weil das sind ja nun schon 95, 96, 97, 98, 99. Lass mir doch die Zeit. Schade. Verteidigungskanonen wurden ausgeschaltet. Der Schwarm sammelt sich auf der Oberfläche. Mist, zerstört wir haben die Basen der Liga. Verpasst. Treibt sie in die Stadt. Aber naja, brauchen tun wir es nicht für die letzten Punkte, oder? Zerstören sie die Basen der Liga.
so. So, die Basen der Liga zerstören. Streitkräfte werden angegriffen. Gewagt. Das letzte Tor wurde zerstört. Schnell. Zagara, führ deine Boote in die Stadt, während ich mich um die verbleibenden Streitkräfte der Liga kümmere. Ja, meine Königin. Ja? So. Ich bin der Schwarm. Wir kennen keine Grenzen. Unsere Streitkräfte erfüllen. Deine Königin lauft. Königin, könnt ihr mal mithelfen. Die Eroberung geht weiter. So, wir haben die Mission doch noch geschafft. Wir haben uns doch noch Zeit gelassen. Yay. Gewagt. Dieser Planet gehört mit. Mir. Ja. Wir passen uns an. So. Es ist Zeit. Der Schwarm erobert alles. Wo ist denn hier das andere Ding, das wir nicht vereinigen sollen? Dieser Planet gehört mir. Wo sind die Basen der Liga? Wo sind die denn? Die Eroberung geht weiter. Wir kennen keine Grenzen. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich sehe hier. Was du heute kannst besorgen? Ich werde Vergeltung üben. Der Schwarm erobert alles. Deine Königin lauscht. Macht euren Frieden. Ach, sowas hier, ne? Wo wir hier das letzte noch weghauen müssen und so weiter. Ich bin der Schwarm. Gewagt. Ui, der eine Raketenwerfer, der hat's jetzt auch gebracht. Die Streitkräfte der Liga befinden sich auf dem Rückzug. Isha, sag meinen Bootmüttern, sie sollen mit ihren Armeen vorrücken. Zagara, führe deine Boot weiter in die Stadt hinein. Umzingelt den Palast. Ja, meine Königin. Es ist an der Zeit, einen Imperator zu entthronen. Und wir haben keine einzigen Dings verloren. Invasion und vollständig einsatzbereit. Heart of the Swarm. 15 normale Missionen abgeschlossen. Verlieren Sie keine Geilschneider. Zerstören Sie 3 Tore bevor... Ja... Ich sag da mal nichts zu. Nun ja. Da mache ich mir immer noch ein bisschen Wasser. Deine Rache ist beinahe vollkommen. Nichts kann sie aufhalten. Unterschätze Mengs Knecht. Er ist bei weitem der gerissenste Gegner, mit dem wir es je zu tun hatten. Falls ich getötet werde, musst du Kohal mit dem Schwarm verlassen. Fliehen? Das ist nicht die Art der Zerg. Und doch will ich es so. Du wirst meinem Befehl gehorchen und dich mit dem Schwarm auf die Suche nach unserem wahren Feind machen. Finde Amon und vernichte ihn, bevor er den Schwarm erneut versklaven kann. Das werde ich tun. Okay. Hier stehst du nun vor der Haustür des Gegners. Das Ende ist nah. Ich denke, so einfach wird es nicht werden. Mit Arcturus ist es das nie. Er erwägt immer alle Möglichkeiten. Er weiß, wohin du gehen wirst, bevor du es tust. Aber du warst Teil so vieler seiner Pläne als Komplize oder Opfer. Den einen oder anderen Trick hast du dir sicher abgeschaut, oder? In der Tat. Wir werden bald sehen, ob ich eine gute Schülerin war. Hihi. Wir hätten schon so oft scheitern können. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Oberfläche erreichen würden. Aber wir haben es geschafft. Du hast uns zu großer Macht geführt. Aber wenn dein Rachefeldzug beendet ist, wirst du uns dann verlassen? Ich bin eins mit dem Schwarm, Isha. Falls wir diese Schlacht überleben, stehen uns noch viel größere bevor. Wir werden uns ihnen gemeinsam stellen. Ja, nämlich mit Amon und so.
Ich habe mehr von den Terranern gesehen als jemals zuvor. In gewisser Weise tun sie mir leid. Wieso das? Sie haben ihre Nationen und ihre Clans. Doch im Inneren ist jeder von ihnen allein. Ich wünschte, ich könnte ihnen helfen, indem ich ihre Essenz in den Schwarm übertrage und sie dann töte. Ja gut, das ist aber auch nur halbwegs lieb. Das mit dem Essenz übertragen und töten ist jetzt nicht ganz so lieb, aber das stimmt schon. Im Kern sind alle Menschen sich selbst überlassen schon. Weil jeder ist im Kern nur für sich selbst verantwortlich. Und sie werden weder gesteuert, noch können sie miteinander telepathisch miteinander so. Aber das mag ja alles irgendwann nochmal anders sein. Menschen entwickeln sich ja auch weiter. Und wer weiß, wohin die Intelligenz uns Menschen noch bringt, ne? Weil wir sind ja noch eine relativ junge Rasse. Die Terraner ahnen nicht, dass du an meiner Seite kämpfst. Sie wissen nichts von den Urzerg. Wir werden ihre Essenzen sammeln. Du wirst sie überraschen. Sie haben unsere psionische Verbindung schon immer gegen uns eingesetzt. Die Urzerg haben diese Verbindung nicht. Die Urzerg brauchen sie nicht. Exakt. Du sitzt in dem Palast wie eine Spinne in der Mitte ihres Netzes. Doch dein Netz zerreißt, Mengsk. Oh ja. Isha freigeschaltet. Stars Tours. Okay. Man kommt immer wieder Erfolge, weil man einfach nur redet. Mhm. Ultralisken-Gattung bereit für Anpassung. Labor der Liga auf Korhal entdeckt. Experimentieren an Ultralisken. Kann Forschung gegen sie verwenden. Toxilisk und Torask. Schwere Nahkampfeinheit, giftige Explosionen frei, die gegnerische Bodeneinheiten Schaden zufügen. Oder Schwere hüllt sich bei ihrem Tod in einen Kokon ein und wird nach kurzer Zeit wiederbelebt. Das ist natürlich genial. Dann wollen wir doch mal. Das nehmen wir noch mit. Wisst ihr ja. Lalalala. Können wir die Ultras auch endlich mal weiterentwickeln? Weil, wird ja mal Zeit, ne? Den haben wir alle. Xenoforschungslabor der Liga. Metis. Zerg im Inneren. Kann übernehmen. Kann nutzen. Minsk will uns definitiv von ihr fernhalten. Aber wir können seine eigenen Versuchsobjekte gegen ihn verwenden. Ein Ultralisk. Mit dem kann ich eine Menge anrichten. Ultralisk, hörst du mich? Reiß dich los. Kämpf dich zur Tür durch. Töte alles, was dir im Weg steht. Sicherheitsteam 4, was geht da drin vor? Lalala. Ja, so ein Ultralisk wird nicht so einfach aufzuhalten sein, meine Lieben. Großes Potenzial. Integriere in Ultralisken-Sequenz. Gattung Toxilisk setzt giftige Explosion frei. Fügt Feinden im Zielbereich Schaden zu. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Tja, Mensch. Meldet euch mal sowieso gar nicht bei so einem Arsch wie Mengsk. Wieder unter Kontrolle und zwar sofort! Das ging schnell, ne?
der Imperator macht euch einen Kopf kürzer! Ja, welchen Kopf denn? Nicht, dass ich euch einen Kopf lassen würde, ne? Das brennt! Tja, selbst schuld. Was macht ihr da? Schießt endlich! Okay, aber schwach sind jetzt alle mittlerweile. Und die gucken erstmal gar nicht, ne? Ich bin schwer beschädigt. Versuchsobjekte befreit. Gehe zum sekundären Schlachtfeld über. Wo ist denn das Sekundäre? Außenbereiche von Augustgrad. Militärkaserne, Versorgungszentrum. Anlage muss zerstört werden. Experimentelle Nuklearwaffen im Inneren. Diese Brücke wird von Ligatruppen bewacht. Rückt vor, sichert den Zugang. Ultralisken! Feuert den Sprengkopf ab! Sofort! Sir, der ist noch in der Testphase. Wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Das Ding hier. Feuern Sie den verdammten Sprengkopf ab! Sofort! Oculus Rift oder was ist das? Analysiere Schaden. Radioaktive Verbindung infiziert Ultralisk. Mach was draus. Integriere in verkümmerten Evolutionspfad. Gattung Ultralisk, Toraske. Regeneriert totes Gewebe. Belebt Kreatur wieder. Okay. Nicht nachlassen. Wir greifen weiter an. Was sind das für hässliche Biester? Dazu müssten wir aber erstmal sterben, um das auszuprobieren. Vernichtet sie, ein für alle Mal. Bei Tod entsteht Kokon, wird unmittelbar wiederbelebt. Er steht wieder auf! Das darf doch nicht wahr sein! Ah, geht aber nur einmal, noch ein oder? Sprengkopf. Also das geht doch nicht unendlich, oder? Sonst wäre das ja voll die Imba-Fähigkeit. Ich werde diese Stadt zu einer verstrahlten Ruine machen, wenn es sein muss. Noch ein Sprengkopf. Das sind so ganz Mengs-Worte, ne? Ich werde ihn nicht ab zu einer verstrahlten Ruine machen, wenn es sein muss. Mache alles kaputt, Hauptsache ich verliere nicht. Bin ein schlechter Verlierer, ich heiße Mengs. Ultralisken bereit. Übergabe jetzt. Okay. Wieso so viele? Ach, deswegen. Nett. Wach. Also, das ist, nett. Waffenlabor. Haben wir. Anlage zerstört. Waffenexperimente nicht länger möglich. Muss Ultralisken-Sequenz vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Kochen mit Abatur. Hihi, kochen mit Abatur. Finde ich lustig. Stößt eine giftige Wolke aus den gegnerischen Bodeneinheiten 5 Schaden die Sekunde zu. Mit allen Gegnern und Gebäuden 20 Giftschaden zu.
Flugzeit der Explosion 10 Sekunden. Ah, und grundsätzlich sind die schon giftig, wenn man nur in deren Nähe ist. Okay. Verbindung der Liga, interessant. Wissenschaftler wollten Schwan ruhig stellen. Das ist ein unfreiwillig starkes Gift, tödlich für Nicht-Zerg. Toxilisk-Strang dauerhaft mit Gift vereint, stößt giftige Dämpfe aus, kann Toxin kanalisieren und kontrolliert durch Panzeröffnung ausstoßen. Wird beim Sterben zu einem Kokon, wird nach kurzer Zeit auf neuer Ultradisk wiedergeboren. Abklingzeit der Wiedergeburt ist allerdings 60 Sekunden. Assimilation von infektiöser Komponente führte zur Entwicklung von Gattung Toraske. Vorgang benötigt exorbitante Mengen an Energie. Einst von Overmind bereitgestellt. Jetzt Verbindung zu Selbstgewebe, dadurch Energiegewinn. Im Todesfall wird Toraske zu Kokon. Verwendete Energie, um Gewebe wiederzubeleben. Extrem widerstandsfähig. Gut, man muss nur zusehen, dass der Kokon nicht zerstört wird. Also, dass genug dabei sind. Und 60 Sekunden zwischen den Angriffswellen liegen. Das ist nicht so das Problem. Der macht halt dauerhaft mehr Schaden. Also alle in der Umgebung bekommen halt jede Sekunde so ein bisschen Schaden und können mit einem Stoß schon mal ein bisschen Schaden machen. Aber das ist, finde ich halt, ist so schon sehr praktisch. Ach so, die können den Kokon gar nicht töten. Ich sehe das gerade im Video. Boah, es ist eine schwere Entscheidung. Der macht dann halt dauerhaft mehr Schaden und ist sowieso schon eine starke Einheit. Und der erspart uns einfach mal, da kriegen wir quasi mindestens zwei zum Preis von einem. Ich würde mal sagen, Evolution abgeschlossen. Das ist sinnvoller auf Dauer. Okay. Haben wir das? Ja, sind das jetzt nur noch zwei, ne? Eindeutig. Was sollen wir jetzt als nächstes machen? Die Bruten sind bereit, meine Königin. Die Invasion von Augustgrad beginnt auf deinen Befehl. Jetzt weiß ich, warum die Welt so leuchtet, wenn die da so schwebende Plattformen im Himmel haben, die dauerhaft oben sind. Das wäre eigentlich eine ziemliche Energieverschwendung, weil das müsste ja Energie haben, um oben zu bleiben. Das bleibt ja nicht von alleine oben. Die Schwerkraft des Planeten ist ja höher, als man so, ja, Energieverschwendung würde ich jetzt sagen. Planet ist doch groß genug. Naja. Ich sag mal, wobei viele Sachen von da oben natürlich leichter ins Orbit befördert werden können, das stimmt schon. Egal. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder. Es bleibt spannend. Tödelö.